Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir den Restaurant Tycoon 2 und ja, viele kennen das Spiel auf jeden Fall schon. Wir haben es auch schon mal in einem Livestream gezockt und ich hätte gesagt, wir machen heute nochmal komplett ein neues Restaurant auf, weil das Problem ist, in Livestreams immer so Tycoons zu spielen, ist ein bisschen blöd, weil das einfach zu viel Zeit wegnimmt und deswegen in Videos ist das besser. Ihr könnt dann einfach unten mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr noch andere Tycoon-Ideen habt. Und ja, ich hätte gesagt, wir fangen sofort an, Leute. Hier seht man unsere Action-Wolfs-Bude. Hier haben wir schon mal gemacht und hier ganz normal nochmal Action-Wolfs-Laden. Neues Restaurant hätte ich gesagt. Und welchen Namen nehmen wir? Wir nehmen einfach mal Action Bude, weil wir haben jetzt schon Action Wolfs Bude, aber wir nennen es so ähnlich, weil mir fällt gerade kein anderer Name ein. Action Bude hört sich geil an auf jeden Fall. Ist hier noch irgendjemand noch mit drin? Ah, hier kann ich jeden, der das spielt, den kann ich dann hinzufügen. Interessant. Also von meinen Freunden halt. Hier, Leute. Das Design, naja, bin am Überlegen, was wollen wir nehmen für ein Design? Das geht so. Das hier sieht halt ein bisschen zu viel mit, ich mach mal den Chat da oben zu. Hier ein bisschen zu viel Glas. Das ist jetzt irgendwie zu hier an dem Bett. Das sieht irgendwie auch schon wieder blöd aus. Das sieht irgendwie so alt aus. Das irgendwie auch. Ach, ich weiß nicht. Dann sieht das schon am besten aus. Doch, dann nehmen wir das da. So wie die da drüben, die haben glaube ich auch so ein ähnliches. Hier, Action-Bude. So, dahin. So, erstmal die Mahlzeiten aufnehmen. Und jetzt erstmal kochen. So, perfekt. Man kann dann auch später irgendwann noch Leute einstellen. Und ja, bestimmt wird das geil, wenn wir dann unseren eigenen Koch haben und so. Und unser eigenes Personal. Noch ein bisschen Feuerlöscher drauf. So, dann nochmal hier schön auf dem Herd Ketchup verteilen. Erste Essen ist schon da. Ja, so, hier. Ist glaube ich, ne, hier, ihr Essen ist es. So. Hier, sie setzen sich mal den Platz. Möbel kann man übrigens auch noch separat dazu kaufen. Das wird auf jeden Fall auch noch richtig geil. So. Wenn wir wieder die richtige Zeit abpassen, sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, so, hier genau. Essen ist schon fertig. Wir lassen es erst noch kurz stehen. Weil heißes Essen ist immer nicht so gut. So, ich will erstmal kochen. Genau. Ich koche erstmal die anderen Essen, hätte ich gesagt. Ich sag mal so, man bekommt, also an alle, die es nicht wissen, man bekommt da noch ein bisschen Geld von den Leuten. Ist aber nicht so viel, was man bekommt. Deswegen, es könnte glaube ich noch ein bisschen dauern, bis wir uns am Koch. Und Kellner kann man auch noch einstellen. Also, es ist noch viel Platz nach oben. So, immer schön das Wasser kochen. So, und nochmal hier schön salzen. Perfekt. Ah, das waren Nudeln, die da drin waren. Perfekt. Kann nur eins nehmen, interessant. Ja, dann bekommen sie hier mal ihr Schnitzel. So, perfekt. So, ein guter Appetit. Ich hätte gesagt, wir gehen mal bei den anderen so schauen, was die so geiles haben. Ja, wie es aussieht, kann man hier auf jeden Fall noch erweitern. Interessant. Das ist hier gleich schon das Luxus vom Luxus. Das ist wirklich das Beste überhaupt hier. Ach, jetzt laden erstmal die Gäste. Interessant. Ey, wie geil. Das ist auf jeden Fall nice. So, wieder in First Person. Ich glaube, First Person ist am besten hier. Und dann gehen wir mal da kurz reinschauen. Oh, wir sollten eigentlich noch Kunden-Dings machen. Dass wir diese Kunden, diese Tagesaufgabe sollten wir noch machen. Ja gut, die ist dann halt für diesen Tag halt gestrichen. Hier geht man irgendwie halt raus. Das hätte ich irgendwie anders gelöst. Hier oben hat man noch mal so eine Chill Lounge und da draußen hier auch noch mal. Also das hier ist wirklich geil gemacht. Das feiere ich. Gehört ihr der Laden? Ich weiß es nicht. Da ist glaube ich ein Kellner gewesen. So. Der Chefkoch, der backt hier übrigens im Tisch fest, aber egal. Ja. Hier sind halt für die großen Familien, die haben hier schon gleich Tisch an Tisch an Tisch. Ich habe trotzdem Punkte bekommen. Interessant. Tag 2. Gut, hier ist noch so eine Kasse. Auf jeden Fall geil, würde ich sagen. Und so wird unser Restaurant hoffentlich bald auch aussehen. Mal schauen. Man kann sich dann auch noch, glaube ich, ein Lieferfahrzeug holen. Oder ein Laden für seinen Eigengebrauch. Also für Eigenbedarf.
wird auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also ich sag mal so, im Vergleich dazu sieht unsere Bude hier schon sehr armselig aus. Aber wir wählen schon mal 1,5 Sterne. Oh ja, wir sollten mal die Dings wegräumen. Tellerchen hier. So, Pankamax ist auch am Start. Hier nochmal schön das ganze Essen. Ah, ich könnte doch eigentlich jemanden einstellen. Wie kann man jemanden einstellen? Hier, Küche. Hey, ich kann doch schon einen Koch einstellen. Ja, meine Güte. Ja, dann. Der kocht, glaube ich, schon, oder? Kocht der? Ich hoffe mal schon. Ah, nee, das wollte ich nicht drücken. Da kann man auf jeden Fall noch umbauen. Ich wollte hier noch jemanden einstellen. Wie hier Manager hinzufügen. Ich finde dich gerade nicht. Ja, moin. Ja, warum packt das? Da unten ist irgendjemand abgeschnitten. Sein Name, irgendein Name ist unten abgeschnitten. Naja, egal. Warum backt denn das? Ja, moin. Ah, da kann ich auf jeden Fall, wen kann ich noch einstellen? Kellner. Oh, du sollst kochen. Ach, ich muss ihm das erst zeigen, deswegen. Ah. Er muss erst lernen, deswegen. Jetzt ergibt es Sinn. So. Schön hier. Raus aus dem Ofen, perfekt. Wie viel hast du schon? Du hast schon ein bisschen was gelernt. Ist wie im Prinzip eine Ausbildung, Leute. Nochmal schön Spaghetti Bolognese machen. Es läuft. Du schon mal das Essen austeilen, hätte ich gesagt. Hier. Und sie hier mit ihren Brezeln. Und man kann, wie es aussieht, auch mehrere Aufträge auf einmal annehmen. Das ist auf jeden Fall praktisch. So. Unser Koch, der lernt auch noch schön von uns. Und dann müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr kochen. Das wird dann schon. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute hier noch mit ins Spiel kommen, die wir auf jeden Fall kennen. Ich bin mal gespannt. Als ob wir gleich zwei Gerichte auf einmal gemacht haben. Wie geil ist das? Hier schön die Teller aufräumen. Und unser Koch hier. Ah, wir haben sogar Geld bekommen. Perfekt, unser Koch, der lernt schon hier fleißig von uns. Hier kommt schon mal die nächsten Gäste. Hier an den Tisch bitte. Und ja, mal schauen, was die so bestellen. Ah, einmal eine Currywurst und nochmal eine Currywurst. Mal schauen, ob wir die jetzt wieder zusammen machen können. Das wäre geil. So, perfekt. Schön wieder klein schnipseln. Ab in den Ofen. Und das Ganze läuft. Und zwei Gerichte sind fertig. Also wir müssen das, glaube ich, immer so machen. Unser Koch sollte es auch bitte so lernen. Weil so hat er sich die Arbeit dann gespart. Aber das Praktische an der ganzen Sache ist, ich glaube, jetzt ist er Level 1. Und wir müssen uns nicht mehr in die Küche stellen. Wie geil. Kollege, ab in die Küche. Ja, ich kann einfach durch die durchlaufen. Das nenne ich mal perfekt. Also ich sag mal so, es läuft wie geschmiert. Besser kann es gar nicht laufen. Hey Kamex, ich schau mir gleich mal deine Bude an. Ja, der hat Kocher zu tun. So, mal schauen, was Pankamax für so eine Bude hat. Oder für ein Restaurant, eher gesagt. So, wieder First Person. Dann läuft das Ganze. Hier, guck. Ich hab's gewusst. Die Pankabude. Aha. Interessant. Ich find's ein bisschen zu weit irgendwie am Fenster. Aber ist es irgendwie schlau schon gemacht? Weil du kannst halt dadurch Platz sparen. Aber das Problem ist, ja, dass die irgendwie so nah aneinander sitzen. Also ich hätte es dann schon so gemacht, dass wir... Kann ich das Geld aufnehmen? Nee, das wäre schön. Ich hätte es dann schon so gemacht, dass wir so Trennwände noch dazwischen machen. Weil ich will so detailgetreu machen, wie auch im richtigen Restaurant. Hier auf jeden Fall... Ah, geil, man kann so Trinkgeld reinmachen. Das ist auf jeden Fall geil. Sonnenuntergang ist auch am Start. Gehen wir wieder zu unserer Bude zurück. Mal schauen, ob unser Koch schon langsam fertig wird. Aber ich glaube, das wird schon. Er hat schon zwei Essen fertig. So, perfekt. Achso, da. Das ist der Schnitzel. Und das ist die Pasta. Hier. Gönnen Sie sich alle die Pasta. Perfekt. Ja. Und was sagen Sie so? Gute Arbeit geleistet auf jeden Fall. Und ich finde auch... Also mir kann jeder erzählen, was er will, aber ich finde irgendwie schon, dass Roblox schon wie irgendwie Lego oder so aussieht. Oder eher gesagt wie Playmobil. Ich glaube eher an Playmobil erinnert mich. Lego sieht ein bisschen noch kantiger aus, aber Playmobil, das ist es. Das sieht genau aus wie Playmobil fast. Nur in einem Game drin. Und die Texturen, ich finde auch die Texturen hier richtig geil. Es sieht auf jeden Fall geil aus.
Auf PC auf jeden Fall, auf Handy weiß ich nicht. Ich habe noch nie auf Handy Roblox gespielt, aber ich gehe davon aus, dass es da nicht so gut aussieht. Ja, hier Tisch für euch. Ah, ich habe wieder Punkte bekommen. Einfach perfekt. Leute, es wird. Wie gesagt, es sind unsere letzten Gäste für heute. Und danach beende ich auch das Video. Wir werden auf jeden Fall mehrere Teile davon machen. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ich hätte gesagt, bei 10 Likes werden wir auf jeden Fall den zweiten Teil machen. Hier noch das Schnitzel austeilen. Und an alle, die neu sind, ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos und ihr würdet mich dadurch sehr supporten. Und vergesst auch nicht, wenn ihr abonniert habt, dass ihr die Glocke aktiviert. Das ist ganz wichtig, sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen. Und das wäre schlecht. Deswegen, ja, einfach abonnieren, Glocke aktivieren. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Hier, wenigstens, Leute, einer hält sich an die Maskenpflicht. Respekt. Und unsere Bude sieht momentan so aus. Ich hätte gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, wie schon gesagt, positive Bewertung da lassen. Bei 10 Likes gibt's den zweiten Teil. Und Kuss geht raus an jeden, der abonniert hat. Und dann hätte ich gesagt, ciao, haut rein, euer Action Wolf.